Norman, stop! Morgan isn't here! It's no use. He's gone over the edge. Howdy, ladies and gentlemen. Resident Evil Revelations beim Schluss. Des Spiels. Ich hoffe, dass mein Gamepad jetzt wieder funktioniert, sonst habe ich ein Problem. Wie funktioniert das Ausweichen im Spiel? Ich weiß es einfach nicht. Habe ich so ein schlechtes Timing? I don't think he's in the mood to say goodbye. Ich verstehe es halt nicht. Das ist eine wahrlich große Hilfe, das muss ich jetzt schon mal sagen. Ich treffe halt nicht. Das ist Ausweichen, ich sag's euch. Das ist das Dümmste, was es jemals gab. Funktioniert halt nicht. I can't see now. Wie funktioniert denn das Ausweichen? Das kann es doch nicht sein. Ab und zu geht's nicht. Die meiste Zeit geht's nicht. Verscheiße ich wieder auf, weil sie halt zeigt, weil dieses blöde Ausweichsystem nicht funktioniert. Anstatt dass ich einen Knopf drücke, ja. Geht viel zu schnell wieder hoch. Warum geht das nicht? Das kann so echt nicht sein, oder? Da ging es jetzt wieder. Komischerweise geht es dann nicht, wenn du es brauchst. Jetzt! Kommst, kannst du nichts machen. Das ist doch Witz. Also ganz ehrlich, in Sachen Mechanik fällt das Spiel durch, besonders beim Ausweichen. Erwischt er mich wieder, weil Chill nichts tut, wenn ich was drücke. Sie tut nichts! Gottverdammte Kacke! Komm ich da in Rappel her? Ich kann drücken, was ich will, es passiert einfach nichts. Sie bleibt stehen. Sie tut einfach nichts. Leute, was soll ich denn machen? Ist mir schon bewusst, dass ich ausweichen soll, um hinten ins Kreuz ballern. So viel ist ja klar, aber das Ausweichen geht nicht. Sie weicht einfach nicht aus, wenn ich nach vorne und A drücke. Sie macht's halt nur, wenn's lustig ist. I don't think he's in the mood to say goodbye. Yeah, but we're not here to babysit either. What the hell just happened? Be careful! Sowas nervt mich ohne Ende. Also, wenn du etwas machen sollst, was vom Spiel aus nicht funktioniert. Das ist einfach nur noch dämlich. Ganz ehrlich. I can't see now! Like a disco ball's in front of my face. Warum tue ich mir das überhaupt an? Das funktioniert das sowieso nicht. Ah, das funktioniert schon wieder nicht. Oh, wie schön die Rakete einfach durchgeht. Aus 100 Versuchen gelingt das Ausweichen genau 2. Ich schon
Revenge has consumed him. Ja, genau. Nothing human remains. Okay, jetzt bekomme ich die Trophy Ausweichmeister oder was? Das ist doch. Warum ist der Tunnel da? Ja, Chris, ist ja alles schön und gut, aber wenn es ausreichend nicht funktioniert, dann ich genauso gut das Handtuch werden. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Leute! Sie weicht halt nicht aus, wenn ich was drücke. Was soll ich? Chris tut auch nichts, weil Chris ist dämlicher als dämlich. Es passiert nichts. Egal was ich drücke, es passiert nichts. Das ist schon klar, dass ich einen Boss noch mache, da wo ich ausweichen brauche, und dann kann ich ihn nicht besiegen, was auch nicht funktioniert. Meine Fresse! Sowas nervt. Ich bin nicht zu dämlich dafür, es funktioniert einfach. Ach komm, was sollst du da machen, bitte? Es ist lächerlich. Ganz ehrlich. Wenn Sie L oder L plus A zum richtigen Zeitpunkt drücken, können Sie den Angriff eines Feindes ausweichen. Ja, mache ich ja. Das geht aber nicht. Danke, Chill. Ja, das war der falsche. Jetzt geht's wieder nicht. Das ist so dermaßen dämlich. Das ist der dämlichste Bosskampf ever. Du kannst nichts machen. Warum funktioniert das einmal und einmal nicht, ey? Was ist denn das für ein Timing? Brauchen wir keine Toleranzgrenze? Nö, brauchen wir nicht. Das geht auch so auf. Ah! Scheißdreck, verdammt. Ja, funktioniert wieder nicht, weil es ist toll. Da gehen wir halt nochmal Game Over. Ich meine, warum nicht? Eine komplette Rage-Folge. Ich nehme mein ganzes Lob wieder zurück, weil das ist schon wieder total dämlich. What the? We need the loser. Das funktioniert nicht! Dieses Ausweichen funktioniert nicht, Capcom. Schnelldrehung funktioniert, aber es hilft mir überhaupt nichts. Ja, ich rage mir nochmal was, aber es ist auch wirklich eine Zumutung schon was. Geht's wieder nicht? Komm, Rappel. I can't see now. Sie weicht halt nicht aus. Schon langsam habe ich keinen Bock mehr auf den Mist, ganz ehrlich. Sie macht's ab und zu, dann macht sie es wieder nicht, weil müssen wir halt einfach nicht, oder? Revenge has consumed him. Nothing human remains. La 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 la. Oh,
Und es funktioniert nicht. Was soll ich dazu noch sagen? Ich meine. Ja, Chris, anstatt blöde daher zu quatschen, könntest du ihm auch ins Kreuz schießen, wenn er sich nicht auf dich konzentriert, oder? Jetzt wieder nicht. Natürlich war es der Falsche. Wisst ihr, wenn es mal funktioniert, dann treffe ich den Falschen. Das ist wieder so toll. Das ist total nützlich in dem Fall. Ah, da hat er mich schon wieder. Ah, das war's mit Heilkraft. Funktioniert es wieder nicht. Bleibt da jetzt so lange rum auf diesem blöden Gimmick, dass, bis es tot ist, ey. Es funktioniert nicht, Leute. Jetzt ist schon langsam jetzt lächerlich. Was ist das bitte für ein gottverdammter Bullshit? Nee, ich schneide da nichts raus. Das ist Ankert. Du drückst es so, wie es beschrieben ist, und es passiert nichts. Da macht sich schon wieder nicht. I don't think he's in the mood to say goodbye. Yeah, but we're not here to babysit either. Sprich, ich kann das Spiel jetzt wahrscheinlich nicht fertig machen, weil das scheiß Feature nicht funktioniert. Feature in Anführungszeichen. Ah, gib dem Viech noch Flur, dass du ja nichts tust. Sie weicht nicht aus. Sie macht's halt nicht. Sie macht's halt, wenn es lustig ist, ab und zu. Alle 100 Jahre. I can't see now. Revenge has consumed him. Nothing human remains. Meine Waffe, leider. Ich halte mich jetzt da ein bisschen zurück mit meinem Kommentar, weil einfach so. Hey, es funktioniert nicht. Thank you.
Schild ab nach. Scheiße. Ich hasse dieses Ausweichen, ich sag's euch. Hallo? What is he, immortal? Here it comes. Don't get distracted. Das wäre echt mal toll, wenn er sterben will. Scheiße! Komm, stirb! How Morgan treats his friends. I hope he finds more comfort in death than he did in life. The means of dispersion? The cruise ship is equipped with a UAV. That is your delivery system. Very well. Now show me the goods. Bonafide T-Abyss. No vaccine. Not yet. Yes, of course. A little bit of this could turn a city inside out. I think we're done. I'll be on my way. Who would have thought, yes? That the lowly terrorists would receive a helping hand from the venerable commissioner of the FBC. As you can see, it's not likely you'll be wriggling out of this one. I seem to have underestimated the BSAA, and perhaps you as well. We found this in the off-limits area near Terra Grigia. We're done analyzing it, so you can have it back. Director O'Brien, surely you understand our dilemma. Without the Terra Grigia panic, the ignorant masses would be unaware of the threat that lies before them. Yes, you may in fact be correct. No one has the right to detain me. The world required my guidance. It was all for the greater good. You're only fooling yourself. You said yourself, abandon hope, all ye who enter here. But I'm not Dante, and you're not Virgilius. Morgan Lansdale. You are hereby relieved of your position as FBC Commissioner. And I'm placing you under arrest on suspicion of conspiring with Veltro in the planning and execution of the Terra Grigia Panic. With all due respect, Director O'Brien, the BSAA is making a huge mistake. Where have I heard that before?
finally reveal what happened to Terra Grigia. Yeah, but the cost was high. The BSAA will have to be overhauled. The storm is gone now. But how long will it last? Ja, das war Let's Play Resident Evil Revelations. Und ganz ehrlich, der letzte Boss war definitiv bescheiden. Sehr bescheiden. Du musst unbedingt ausweichen, damit er zu besiegen ist. Das war wirklich dumm. Denn dieses Ausweichen funktioniert wirklich nur, wenn du das Timing hundertprozentig erwischt. Ansonsten hast du überhaupt keine Toleranzgrenze. Du kassierst nämlich eine. Das ist das, was ich nicht verstehe. Sie machen fast alles richtig in Revelations, bis auf das zu viele Monster, diese einseitigen Bosskämpfe mit dem Sinn, dass sie einfach voll schaffen, gucken, bis sie umfallen und am Schluss versuchen sie was Neues und sie hängen sich an diese Mechanik auf, die eigentlich fast nicht funktioniert. Warum mache ich sowas? Aber liebe Leute, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. Ich bin euer Zack und ich sage stay tuned and so long. Almost too easy, wasn't it? The company let them take Morgan out with the trash. Tough world. You file the report on this. By the way, why save Parker? I have my reasons.
The BSAA isn't as useless as I thought. Things could really heat up. Indeed. The fun's just getting started.